Radio Liechtenstein unter Andreas Kretli, eine jahrzehntelange Erfolgsstory. Die ist vorläufig jetzt einmal vorbei. I said you bagel, I said you bagel, Felicia. Es wäre nicht der Andreas Kretli, wenn er nicht seine letzte Sendung noch mit einer Party gekrönt hätte. Und natürlich mit entsprechenden Gästen. Seht den neuen FCV-Abwehrspieler. Liridon Berisha, der nächste FCV-Neuzugang, stellen wir euch dann am Montag vor. Und zwar der Luzerner Lorik Emini. Info am Abend. Der ist keine Ahnung von Fußball, im Grunde genommen. Ich habe gerade auch mit dem Chrisi vorhin noch geredet, weil das ist jetzt die Abschlusssendung. Und da kommen mir einen Haufen Fußballreportagen in den Sinn und kommen nicht so daraus wert. Das ist klar, oder? Aber ich habe viel mit ihm erlebt. Und etwas, was wir gerade auch vorher thematisiert haben, ist, wir sind früher vor dem Reeparkstadion bei den Länderspielen. Und haben dann einmal für Schottland einen Musikwunsch erfüllen, Snow Patrol Chasing Car. Und es war wirklich so, tausende von Fans haben dort Live-Mixungen. Das sind so viele Erinnerungen, die ich habe mit Fußball. Also eher so mit Fans, als wie du richtig gesagt hast, als Kommentator. Jetzt muss ich nicht mehr. Also jetzt bin ich hier am Timer noch. Bist du ein bisschen nervös? Ein bisschen ist gut. Hey, das ist die letzte Sendung. Und ich habe gewusst, es wird emotional. Bis jetzt noch nicht übertrieben. Es ist mehr so eine Freude, oder? Weil da kannst du dir nicht vorstellen, wie das ist, wenn so viele Erinnerungen auf das Mal kommen, oder? Ich bin ja doch insgesamt mit Unterbruch 18 Jahre hier bei Radio L gewesen. Und ich habe so viele schöne Wünsche dürfen erfüllen heute und Erinnerungen sind da gekommen. Das ist unglaublich, unglaublich. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, jetzt kommt die Live-Sendung und schön bist du auch da und kannst da ein bisschen mitnehmen. Aber du kennst den Howard Carpendale, oder nicht? Kenne ich, natürlich. Kommt immer wieder Hello Again. Meinst Hello du Again! das bin ich heute schon mal gefragt worden. Und es gibt ja auch einen anderen Spruch, Never Say Never, oder? Aber es ist auf jeden Fall jetzt wunderschön, um die Abschlusssendung zu geniessen. Und im Moment fühlt es sich wirklich an wie Time to Say Goodbye. Oh, Brightman, hä? Oder eher italienisch. Andrea Bocelli ist auch gewünscht worden. Ja. Und den haben wir live da. Und weißt du, es ist ja so, es wird mir jetzt einfach bewusst, wie viele Leute ich dürfen kennenlernen und wie gut es auch immer kam mit unseren Hörern und Hörerinnen. Aber ich habe das Gefühl, Liechtenstein brüllt. Man sieht es jetzt schon ein bisschen voraus, wenn man ein bisschen schaut. Es ist irgendwie ein Regentag, aber es kommt gerade mal gut regnen. Das ist, wie du gehst, hey! Nein, das sind vielleicht auch schon von mir ein paar Freuden Tränen, weil ich es einfach habe können, wie gesagt, so schön haben hier. Und weißt du, vorher hat mich zum Beispiel auch überrascht, oder, dass alte Kollegen aus der Freibadzeit mir hier Audios geschickt haben, oder, dass sie sagen, seit sie Radio L hören, bin ich dabei. Irgendwie stimmt es ja, aber jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Oder? Und dann darf ich so Lieder spielen wie von früher. Für die Hörerinnen und Hörer. Oder Guns N' Roses, Paradise City. Mann, wenn ich da früher gespielt hätte, wäre ein Programmleiter und gesagt, hey, spinnst du eine Art so Rockmusik laufen lassen? Ja, das weisst jeder. Das ist ein Klassiker, oder? Und weißt du, Guns N' Roses, wo sie einmal Gitarre verstampfen dann auf der Ding, meinst du, macht das Megawatt jetzt heute auch noch? Nein, verstampfen nicht, aber die tun sicher nochmal auch einen Haufen Leute Freude machen. Und für mich ist es ein Megamoment. Ihr dürft von Anfang an mit denen hier starten. Wir haben im Lockdown so Livestreams gemacht. Und ich habe wirklich dort schon so das Gefühl gehabt, das wird mega mit denen. Und hey, jetzt sind sie bei Moon and Stars. Und kommen da nochmal an. Und weißt du, wenn ich zurückdenke, bei der Jugendsendung habe ich mal ganz am Anfang die Ärzte gehabt. Und dort hat man noch nicht irgendwie WhatsApp gehabt und so. Da weißt du noch. Ja, natürlich. Und die haben mir Brief geschrieben und dort hat es Dr. Sommer gegeben. Ja, natürlich. Und es war ja so, gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen Dr. Sommer. Es kommen die Ärzte, oder? Es hat niemand geglaubt, dass die Ärzte kommen. Und dann war es wirklich so, gewesen, dass der Bella und der Farin Urlaub da die Sachen vorgelesen haben. Das war so ein Highlight, gewesen, oder? Ja, und jetzt am Schluss wieder mit Megawatt. Also, aber du, wenn es so weitergeht, besser kann es nicht sein. Aber wenn wir so zurückschauen, dann müssen wir heute in der Woche die Fantastischen Vier hören. Jeanne. Das ist auch so eine Sache, der Gang auf jeden Fall. Und die hatte ich auch dort in der Jugendsendung gehabt. Genau. Bin ich noch mit Minidisc Flagsufen zu der Halfpipe. Habe ich dann später noch mal drauf am Montafon. Und jetzt dann halt einmal als Nicht-Radio-L-Reporter
vor Ort Doccia. Minidis, gell? Unvorstellbar. Ja. Oder noch Nagra. Bist du fast zusammengeklacht, wenn du so einen Ton nur wieder einen Buckel genommen hast. Das hast du nicht mehr erlebt. Habe ich erlebt. Die erste Sendung habe ich ja gemacht beim Jojo, DRS3. Ah ja, genau. Mit dem Köchelin zusammen, oder was? Ja, dort hast du dann zu Basel dürfen so senden. Genau. Oder? Also Kassettchen sind Jingles gewesen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, dort hat man die Interviews noch etwas anders vorbereitet, weil ich bin kein Bachelor, wenn dort hast du dort so schneiden und so. Uiuiui, mit Scheren und so. Das ist jetzt schon besser geworden. Aber gell, du gehst jetzt Kretli Going TV? Ja, unter anderem, oder? Darf ich für TV Rheintal Sachen machen? Ja, ich mache jetzt einfach so ein bisschen Sachen selbstständig, oder? Verschiedene Filme wie du auch. Vielleicht noch nicht so gut, aber irgendwann musst du mal anfangen. Mal. Und Social Media Sachen. Und Radio ist nicht fertig, oder? Es gibt ja noch das Campus Radio bei der Universität Liechtenstein. Und dort machen wir Webchannel und schauen wir mal, wie es weitergeht. Also du bist so lebendig, hey. Also Kretling sieht man sicher immer und überall wieder mal. Auch an einem anderen Platz natürlich, gell? Ja, aber jetzt zuerst einmal hier die Abschlusssendung. Okay. Und es tut mir leid, jetzt muss ich dich ein bisschen unterbrechen. Ich muss noch das letzte Lied von den Nachrichten bereit machen. Aber ja, danke fürs Interview, Hans-Jürg. Und schön bist du nachher da, wenn die Bands live spielen. Dann tun wir das hier jetzt rein. Nein, muss mal schnell schauen. Das ist schon verrückt. Das ist schon alles viel digitaler geworden, auch bei Radio L. Ja, oder? Ja. Die Beiträge zum Nachhören. Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang, als wir hier einführen wollten. Und wir wissen, es gibt neue Trainer, das sind wirklich so Kommentare gekommen. Nein, das kannst du nicht ins Internet tun. Oder dann lass es im Radio. Oder wir können das Interview nicht zum Nachhören, die müssen ja uns hören. Das ist jetzt alles anders, oder? Jetzt haben wir Social Media Sachen und natürlich jetzt auch Livestream, oder? Ich meine, sind ja da auch Kameras. Ja, das hast du drauf, ey! Oder? Und da dann so Kommentare, oder? Das Megawatt schreibt, das ist unsere Freude und ein Bedürfnis, um Andreas Danke zu sagen für seinen Mega-Support. Und Naturtrüb, oder? Haben sich auch gefreut. Kannst du dich erinnern an Dani Siegel? Ja, erst, natürlich. Der war der erste Programmchef von mir. Natürlich. Also ich kann mich vor allem an die Frau erinnern von Daniel Siegel. Ja, das ist Barbara. Ja, ganz hübsch, gell? Und da haben wir Dani Siegel, der auch kommentiert hat, dann ein Jahrgänger von mir. Res, das ist mir auch noch wichtig zu sagen. Ich durfte natürlich hier auch einiges machen für die Musikszene von hier, weißt du, so Dialektlieder und so. Ja, natürlich. Oder? Und zur Zeit von Little Big One, gell, bist du auch schon da gewesen, natürlich. Ja, Mann. Dort habe ich den Justin Timberlake getroffen im Rathaus. Oh, weißt du, mein erstes Interview. Weißt du, wie die gerufen haben, die Meitler? Ja. Justin. Das war ein NSYNC, gell? NSYNC ist krass. So, jetzt schon wieder da. So, jetzt. Schau mal, noch eine Minute, dann sind Nachrichten. Ja, eine Minute ist viel beim Radio. In einer Minute kann viel passieren. Ja, wir haben ja früher auch zusammen Radio gemacht. Ja. Und manchmal haben wir in einer Minute fast das Wichtigste hingekriegt. Ja, wobei, du hast einmal, dann nicht einmal die Leitung geschafft in einer Minute. Gell? Ja, genau. Du hast gerne und lang erzählt. Ja, eben, das ist das Problem. Weil ich nicht recht gewusst, was sagen, gell? Da redet man länger. Was hast du noch? 30 Sekunden? Jetzt geht's los. Okay. Es ist 18 Uhr. Das ist jetzt aufgezeichnet. Normalerweise ist das schon live, aber der Florian, der helft mir jetzt eben nachher beim Livestream. Ein Wahnsinn, cool. Hey! Cool. Ein Wahnsinn! Du, was ist es das? Musik verbindet? Das ist es das? Ja, mega trüb, oder was? Mega trüb! Wahnsinn, du! Das ist aber das Coole dran, gell? Ja!
Unglaublich, gell? Ja, unglaublich. Und er da, gell, oben rausgespielt hat, gell? Also wirklich klasse, hä? Ja, da brauchen wir gar keine Aufnahme mit. Der Sternmasse ist super heute. Schönen Freitagabend mit Radio L. 13 Minuten ab 6. Ein Mega-Moment für mich. In der letzten Stunde bei Radio L habe ich mega Wacko hier. Heute hier ist Marco. Hallo, und Naturtrieb. Hoi Marco. Hallo, hoi. Wer hast du noch mitgebracht, Marco? Ich habe den Kakao der Beat, unseren Schlagzeuger, und der Gitarre der Hans-Jörg. Und dabei sind der Clemens und der Mario, und ist leider nicht ausgegangen heute Abend. Heute hat Musikvortritt, reden wir gerne lang. Fangen wir bitte an. I'm driving in my car, turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no, you say you don't like it, but girl and I, you're alive. Einen Seitenwechsel. Ha? Okay, Megawatt ist nämlich auch eingespielt, den haben wir da schon mitgemacht, gell? Und jetzt abklappt. Ihr bleibt aber da, gell? Abklappt. Schönes. Okay, ich habe da anfangen in den 90er und hatte dann so grosse Momente gehabt. Ich war ein riesen Ärzte-Fan und auf einmal stehen die da, oder? Das war gross, oder? Die Fantastischen Vier. Und ich muss einen Haufen eigentlich noch sagen, oder? Also, was auch ganz gross war, ist die Zeit mit Räs und mit den ganzen Dialektgeschichten im Mundartbereich. Und so ist eigentlich immer eins nach dem anderen gekommen, oder? Immer mit Musik. Und jetzt komme ich zu Moon and Stars. Ich habe das gestern gesehen, oder? Dass ihr dort spielt. Es ist gratulieren, da freut sich viel. Und das war dann eben auch noch etwas gewesen. Ich konnte schon erzählen, ich habe auch viele so internationale Leute kennenlernen durch meinen Job. Und zum Beispiel auch dort mal ein grosser Moment war bei Moon and Stars. Da ist ein Kies, so ein Treffer, der dort war. Oder? Und am Schluss sind jetzt eben ihr noch gekommen. Oder? Und das war einfach mega gewesen. Und ich habe schon viele Mal eben auch die Leute denen so gefragt, oder, was ist denn das Highlight und was ist das Beste, oder? Und jetzt bin ich selber in so einer Situation, wo ich klar möchte sagen, es ist alles, was ich jetzt erwähnt habe, super gewesen. Aber mega reingegangen ist das, was ich mit euch können haben. Von Anfang an, das wollte ich einfach sagen. Und jetzt sind wir auch noch bei Moon and Stars und jetzt freue mich auf Live-Musik von euch. Wir haben einen Song. Ich glaube, das passt auch ein bisschen zu dir. Der Song heisst zwar Laura, gell? Du bist der Andreas, aber gleich, glaube ich, jetzt bist du auch in so einer Phase, wo du musst entscheiden, wohin will ich. Und hast entschieden, ja, jetzt machst du mal etwas anderes. Ich denke, zum Radio zurückkommst du immer wieder. Gang ich mal davon aus, oder? Könntest, wenn du willst. Und ja, darum auch so ein Laura-Moment, wahrscheinlich auch für dich.
Und das spielen wir jetzt. Einmal in Paris aufwachen, durch eine Tanze Nächte lang, mit einem Drink in der rechten Hand, mit dem Finger über Karten kreisen, dort wo man landet, tiefe Reise. Sie will so gern, doch fragt sich gleich, kann ich's machen oder nicht. Laura, los auf dein Herz, los auf alle deine Gefühle, die du in dir drin hast. Denn Laura, du bist es wert, dass du irgendwann einmal all deine Träume lebst. Los auf dein Herz. Packen und davon, kein Termin und kein Telefon, mit dem Camper richtig Norden und dazu gute Musik hören, ohne Ziel und ohne Plan, dort erhalten, wo es einem gefällt. Sie will so gern, doch fragt sich gleich, soll ich's machen oder nicht. Laura, los auf dein Herz, los auf alle deine Gefühle, die du in dir drin hast. Denn Laura, du bist es wert, dass du irgendwann einmal all deine Träume lebst. Los auf dein Herz. Gehört wird. Laura, los auf dein Herz, los auf alle deine Gefühle, die du in dir drin hast. Denn Laura, du bist es wert, dass du irgendwann einmal all deine Träume. Lass auf dein Herz. Danke vielmals. Ja, sie glaubt, oder? Und darum, Musik hat Vortritt, aber ich möchte euch gleich noch das Wort geben. Ich meine, es ist jetzt so viel passiert, oder? Sind wir das erste Mal dürfen das hier so streamen? Ja, weißt du nicht. Ganz? Weißt du noch. Offen, wie geht es euch jetzt? Ihr habt viel erreicht, jetzt einen mega Schritt gemacht. Andreas, gell? Ich meine, du hast uns immer gesupportet, wirklich. Und darum, wo du die Anfrage gemacht hast, wo du uns geschrieben hast, haben wir gesagt, hey, das ist keine Diskussion. Da schauen wir, dass wir das können schaffen, dass wir zu deiner letzten Stunde im Radio wirklich das schaffen, weil wir sind fest dankbar dir. Wirklich. Glaub an dir, wo an dich glauben, vertrau denen, wo du kannst vertrauen. Ich bin das, was sie dir geben. Zusammenhalt fürs ganze Leben. Glaub an dir, wo an dich glauben. Bau auf dir, wo die Brücke bauen. Heb dir denen, wo die auch heben. Zusammenhalt fürs ganze Leben.
Ja. Das tust du auch immer an uns glauben. Ja. Okay. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall noch da im Stream und vielleicht mache ich dann weg den ein paar letzten Wünsche noch ein bisschen eine Nachspielzeit. Also, das war jetzt eigentlich nur, gewesen, bis noch die Musiker parat sind. Jetzt ist alles gut, oder? Ich bedanke mich natürlich im Namen von der Tourtrupp. Wir bedanken Andreas, dem ganzen Team. Auch ihr habt uns supportet und gemacht. Und wir haben wirklich viel dürfen machen. Und vielen Dank, dass wir hier spielen dürfen bei dir in letzter Stunde. Und jetzt kommen wir zu einem Lied, das ich dazu mal bei der Corona-Zeit hatte, dürfen bei dir da sein, als erster vom von einem leichten Standardmusiker hier, hast du gesagt, ich soll noch ein Lied spielen. Das klingt jetzt blöd, ich habe es noch nicht können dort. Das ist von einer Bündnergruppe, die wir eigentlich alle kennen. Ich bin da totaler Fan. Und wir wissen, der Thomas ist bei dieser Band noch der Sänger. Stimmt. Jetzt machen wir das Lied. Stimmt. Und vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch, gell? Also wir haben uns vorher getroffen, also wir sind miteinander hier angekommen. Und dann hast du die Idee gehabt. Also wir haben das jetzt, wir machen das on the fly. Gell? Wir haben nicht probiert. Aber dann bringen wir her. Also das Lied ist alles für dich. Oh mein Gott. Ja, genau. Das Leben voll verstoh. Lächelt über andere, wo die grossen Büffer haben. Und stressen und keine Ahnungen, wie's läuft. Dann plötzlich fällst du rein wie ein Blitz in einen alten Baum. Ist alles nur ein Traum. Das ganz normale Denken ist für mich eine echte Qual. Das Gefühl, du lässt mir eine andere Wahl. Am Tag da könnte ich schlafen, in der Nacht lieg ich in den Bach. Plötzlich rot und stark und schwach. Kein Brüllen oder Lachen, alles nur ein in mir. Ich will dir endlich sagen, Andreas, alles das ist nur mal wegen dir. Ich bin kein Janik mehr.
unglaublich. Das ist Wahnsinn. Ich komme irgendwann mit. Ich lasse mal schnell da hier sein. Ich glaube, das wird schon funktionieren. Hey, Andreas! Danke dir. Mega. Ja, danke. Danke vielmals. Wow. Ich will jetzt aber nicht so gut hören. Also. Hoffentlich haben das daheim auch jemanden so gefühlt und bin da nicht der Einzige mit so ein bisschen. Ja, man sieht es, oder? Hans-Jürg ist auch noch am Filmen da. Wahrscheinlich jetzt mit Fokus, aber jetzt tun wir da mal die Tränen wieder weg. Weil, ich habe noch eine Überraschung. Jetzt weiss ich gar nicht, wie wir das machen, dass ihr das hört. Vielleicht muss jemand jetzt auch einen Kopfhörer anlegen da. Weil ich habe noch mal einen Wunsch, ihr dürft einen Haufen Musikwünsche erfüllen. Und einer ist jetzt eigentlich speziell an euch gerichtet. Jetzt tue ich das mal abspielen. Hallo Andreas, ich möchte mich bei dir für deinen sehr guten Einsatz für Radio L und für die super Zusammenarbeit, die wir bei politischen Themen immer hatten, recht herzlich bedanken. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute für deine weitere berufliche und auch private Zukunft. Du weißt, dass ich unter anderem gerne noch ein bisschen härtere Musik höre und ich habe mich dann noch riesig gefreut, wo du bei der letzten Landtagswahl extra für mich eines von meinen Lieblingslieder von Metallica, Whiskey in the Chair, am Radio laufen lassen hast. Vielleicht kann sie ja unsere tolle Band vom Land Naturtrieb ausspielen. Danke nochmal, Andreas, und alles Gute. So, haben wir gehört, oder, der Auftrag? Danke, Manfred. Und jetzt wird es, glaube ich, vielleicht noch besser, als du dir das gewünscht hast, Manfred. Und für alle, die jetzt noch dran sind, gibt es jetzt Whisky in the Jar von Naturtrieb und vielleicht noch ein Combo mit Megawatt. Yes, danke vielmals. Jetzt haben wir heute den Schluss gecrashed, sorry, gell? Wir sind spät. Ja, spät ist es auch schon, hey. Eieiei. Bald sind die Nachrichten, eigentlich haben wir gedacht, bis um halb, aber super, wie das läuft. Und zum Schluss habe ich gedacht, möchte ich euch noch mit einer quasi Veranstaltung sein, wie es verabschiedet. Thomas hat noch gute Idee. Musik verbindet und wir spielen zusammen nämlich am 15. August auf der gleichen Bühne. Riesenberger Bühne. Oh, hey. Okay. Wobei, es ist auch, wir tun einfach akustisch, tun wir uns eben auch aus dem Punkt, gell, beim Christoph bedanken, dass wir im Riesenberg das dürfen machen und wir freuen uns schon drauf. Fürstenfest. Hey. Fürstenfest. Am Schluss noch ein Primer. Ha? Ja, ja. Das ist, glaube, so gross noch nicht draussen. So gut, danke viel mal. Ich mag euch noch etwas sagen. Die Musik, die ihr da macht, oder? Es ist ja so, oder? Jetzt, wir sind ja schon vielmal gescheit gefragt worden, ja, wieso nur Schweizerdeutsch und Zeug und Sachen, oder? Und dann tönt ihr das immer voll sympathisch relativieren und so. Aber trotzdem, wir haben Fans in Brasilien. Und zwar Naturtrüb und Megawatt. Und an dieser Stelle jetzt ein Gruß an meine Verwandten, die jetzt in Brasilien auf dem Livestream dabei sind. Und ich würde jetzt sagen, zum Schluss gibt es jetzt ein brasilianisches Lied, das ich für Sie ausgesucht habe. Und ich verabschiede mich von euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen. Danke vielmals. Danke dir vielmals. Danke, danke, danke. Delícia!
I'm singing in your mata. I sit you bagel. I sit you bagel. I set you bagel, delícia, delícia. Você não se mata. I set you bagel, I set you bagel. Nein, ich. Ja. Ja, ja. Echt, hey. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, freut mich sehr. Schön, bist du gekommen. Ja. Warum? Aber du, Marmelade. Hast du da auch Mikrofon dran? Danke dir für die tolle Zusammenarbeit im Radio L. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Bleib wie du bist. Man sieht sich wieder. Und wenn wir schon von Musikwünschen sind, da kommt mir nur eins in Sinn. Time to say goodbye. Also mit Andrea Bocelli. Also, Andreas, alles, alles Gute und halt die Ohren steif. Bis bald, man sieht sich. Liebe Grüße, Ivan. Danke, Ivan. Bald live zu Rutz, jetzt hier im Radio. Der Andrea Bocelli mit dem Wunsch. Danke, danke vielmals, Ivan.